Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Skylands, hier zurück zu Let's Play Skylanders Swap Force mit Drachenbursche und Jokits meinerseits. Und an dieser Stelle seien auch wieder mal ganz herzlich gegrüßt der Jano. Und der Philipp wird natürlich auch ganz herzlich gegrüßt von uns. Und da du ja beim letzten Mal so drauf bestanden hast, hier unbedingt hier einen auf Bonuslevel zu machen, darfst du gleich mal durchstarten. Das freut mich. Zum ersten Mal, dass ich auch ein Bonuslevel hier mache in dem Spiel. Bisher hat die ja immer der Jokits erledigt. Und ich hoffe, dass ich das genauso gut schaffe wie er. 1, Action! Oh ja, oh, das sieht cool aus. Ah ja, ich glaube so. Das ist so ein Endlos-Runner. Ach, da kann ich auch, da renne ich richtig. Ah, ich muss mich beeilen, da läuft links die Zeit sonst ab. Ah, ich erinnere mich, ich glaube, so ein Level habe ich auch mal in der Gamescom-Demo gespielt. Damals. Damals in der guten alten Zeit. 8 Sekunden nur noch. Oh, das war knapp, aber. Der Drachenbursche schafft das natürlich. Was kann ich eigentlich mit dieser Schallbrause machen? Ja, damit diese Dinger da weggehen aus meinem Weg, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe oder so. Ach so. Du musst mir helfen, verstehst du das? Verstehst du das überhaupt, wie das funktioniert? Also so. Ja, genau. Du musst nett zu mir sein und mit mir zusammenarbeiten. Ja, genau, dachte ich mir. Genau darauf hatte ich gehofft. Ganz aber du brauchst es irgendwie gar nicht. Ja, ich bin einfach so gut. Das ist einfach so. Was soll man machen? Nein. Aber ich finde, das Level ist auf jeden Fall cool. Das hat Spaß gemacht und die Musik ist gut. Also es ist nicht nur cool, weil ich gewinne, sondern es ist auch cool, weil ich spielen durfte. Die Musik ist vor allem cool. Oh ja, die Musik geht ab. Geht voll ab. Die möchte ich jetzt wird das ganze Spiel lang haben. Ja. Wir bleiben jetzt einfach den Rest des Parts hier direkt davor stehen. Das ja, diesmal muss ich auch machen. Ja, ich krieg mal was. Bonus-Mission. Und du kriegst nicht mal einen Hut. Oh. Ja. Ich weiß. Was soll man machen? Was soll man machen? Goldrausch. Das Leben ist fies und gemein und die Musik ist auch wieder weg. Dafür kann uns der Blaukopf da unten, Captain Blaubeer, mal wieder voll quatschen. So, erzähl uns was Schönes. Du bist auf dem richtigen Weg. Diese Lieder, wie heißen sie nochmal, sind hier lang. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie verschleppen irgendwen in Roben in diese Richtung. Ah. Oh, sei vorsichtig, Skylander. Sie sahen gefährlich aus und auch fies. Die Griebels, nicht die in den Roben. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, ne? Ja, bei den Leuten mit Roben, da heißt bestimmt einer Robert. Ja, gut. Meinst du nicht? Nee. Nein, meint er nicht, der Joke jetzt. Ich bin mir da fast sicher. Ach, da oben müssen wir hoch. Stark ist hier das Lebenselement, das wir beide nicht haben. Wozu auch? Weil wir dann hier stärker wären. Aber wozu? Ich bin eh schon viel zu overpowered. Ah, man kann nie stark genug sein. Ach, da müssen wir jetzt stapeln, die Dinger. Okay, verstehe. Oh, ich hab's sogar rüber geschafft. Dann geht's in die nächste Ebene von dem Level, würde ich sagen. Energie! Luftpost! Oder Luftpost. Ich finde diese Übergänge von Level sind richtig cool gemacht. Die gefallen mir echt gut. In dieser Zone sind Skylander des Magie. Aua! Stärker. Die wehren sich ja. Magie-Element, haha! Ja, ich weiß schon. Stufenaufstieg. Ja, wenn der ein Energie-Element hat, dann will ich auch das haben. Ich muss nur meinen Arm gerade etwas lang machen, damit ich auch dahin komme. Das war meiner, gell? Guck mal, du kannst ja auf den Lebenselement. Ach nee, Geist ist ja stark. Willst du wieder dein Waschding haben? Ja, genau, ich geh mich mal waschen. Dann kriegst du das Unterteil vom Waschding? Dann waschen wir mal eine Runde. Das hat sich gewaschen. Ja, Und dein Geistviech wollte ich. Ja, ich weiß, den Geist brauche ich auch. Den habe ich, kannst du einfach. Jetzt verwirrst du mich. Ich hatte den ja schon zur Hälfte draufgestellt. Ja, aber, ja, ihr müsstet uns sehen. Magie meintest der du nicht. Der sieht jetzt irgendwie creepy aus. Also mit den. Nee. Nee. Das wird zum Federn raufen. Hutbuckler heißt er übrigens. Ja. Hat aber keinen Hut auf. Doch, er hat sogar einen Hut auf, aber es ist eher ein Helm. Also müsste eigentlich Helm-Butler heißen. Wenn er Geralt heißen würde, dann würde er Geralt Butler heißen. Aber er heißt nicht Geralt. Nein, das Zeug fliegt schon wieder unten. Uns ist ein Fass abhanden gekommen. Das hätten wir fast noch bekommen. Komm hoch. Ja, bin ja schon da. Oh Gott, ich mag diese Geräusche so, die er mit seinen Fischbeinen macht. Nein. Ja, komm doch auch mal hoch, weißt du? Immer muss ich auf dich warten. Ist immer das Gleiche. Diese kleinen Gegner, die Greebles, kann man übrigens... Ja. Diese kleinen Gegner, diese kleinen, Judges.
Die kann man übrigens auch einfach zerstampfen, habe ich in den Kommentaren gelesen. Da oben ist noch... Nein, noch nicht da hoch, da ist der Ausgang, da müssen wir noch nicht hin. Aber ich will die Maske. Ja, du kriegst die Maske. Warum hast du eine Maske auf? Und warum liegen hier Münzen rum? Keine Ahnung. Komm, dann swap mir doch einen. Ach, ich glaube, die Zuschauer verstehen das noch nicht. Ah, doch, doch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das verstanden habt. Wenn nicht, seid's froh. Nein. Genau so, ja, so nicht anders. Au. Ja, die hauen mich gerade um. Ich vergesse immer, dass ich an den zweiten Angriff noch habe, der eigentlich viel besser ist. Ich finde ja den zweiten Angriff richtig cool vom Buckler. Vom Waschbuckler. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Müssen wahrscheinlich da irgendwo rüber. Hochkommen ist überbewertet. Haha. Ah ja. Du bist halt so zweideutig. Du musst eh wieder auf mich warten, glaube ich. Ja, Bomben. Nein, jetzt musst du noch länger auf mich warten. Jawohl, doch geht. Sollte auch so klappen. Trotz meiner Unfähigkeit. Komm, das. Ah, ich werde auch oben gespawnt. Sehr gut. Wie eine helle Flamme. Jetzt haben wir alle Kisten. Guck mal, wir können auch gleich hier runter. Oh ja, stimmt. Wir haben jetzt alle Kisten und alle Schatztruhen in dem Level. Ich würde sagen, wir waren gut, oder? Ne, ich war gut. Ja, du warst der Beste. Ja, natürlich war ich das. Wie immer. Wie ja, immer. Ich heiße ja auch Joe Kids und nicht Drachenbursche. Ja. Du brauchst einen Gespenster-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Wollen wir das? Haben wir einen Gespenster-Skylander da? Ja. Ja, wo ist er denn? Ja, richtig. Den darfst du nehmen. Den darf ich nehmen. Ich bleib bei meinem Viech. Gut. Warte mein mal. Viech nee, ist eh das nee, Große. Ich will den doch, aber. Der ist Gespenst. Ja, aber ich will den tauschen. Du bist nur swappen. Ah ne, ich muss ja die Unterseite nehmen. Die nein, du brauchst irgendeine Wasch eine Hälfte. Ja. Kannst hier wieder dein Wasch denken? Ja, ich geh mich wasch. Nein. Ja. Doch, ja, wir haben gerade eben nur den halben Skylander aufs Portal gesetzt. Wir müssen auch sagen, was wir hier machen mit unserem Skylander. Das sehen die Zuschauer. Rattle Buckler. Ah, spiel mit mir. Ich spiel auch mit dir. Komm ran, Kamerad. Warte, da ist ein Gegner. Ja, ich sehe ihn. Okay, da war ein Gegner. Da war ein Gegner. Aber jetzt wird es schaurig düster. Geisterstunde. Oh, dieser völlig verbrecherische Griebel hat meinen Glückszylinder gestohlen. Oh nein. Ein bisschen nervig waren sie ja immer schon. Aber die sind echt aggressiv geworden. Und das ist mein Glückshut. Holst du ihn mir wieder? Nein. Was? Natürlich machen wir das. Natürlich, ja. Und wir nehmen ihn auch gar nicht mit und behalten ihn danach. Nein. Sind Skylander des Gespensterelements stärker? Sind sie das? Stärker. Diese Zonen sind aber echt schön unterschiedlich gemacht und sehen auch wirklich cool aus. Also irgendwie lacht der Kerl komisch. Ich glaube, es soll böse Lachen darstellen, aber es hört sich einfach nur komisch an. Sicher, dass es nicht einfach nur dummes Lachen ist? Nee, das soll... Ja, ich weiß nicht. Er ist halt ein bisschen... Da kommen ja noch mehr. Da rolle ich mich ja gleich mal ab vor Freude. Der steht dir nicht in mir. Du hast es nicht drauf. Das ist jetzt mein Hut und deine Füße stinken. Ja, meine Füße stinken nach Fisch. Das ist schon gut möglich. Könnte dran liegen, dass sie Tentakeln sind. Was machst du da oben? Ich wollte nur schauen, ob es hier noch was gibt. Na also. Ah, da gibt es einen Schatz. Finde den verborgenen Schatz. Jawohl, leuchtet warte mal, es denn? Umsehen. Ach, da tut man Zoom. Ja, Dirk jetzt hat den Schatz gefunden. Goldrausch. Oh, das könnte er ewig sagen. Ich finde das so super. Ich finde das so toll, wenn er Goldrausch sagt. Goldrausch. Also müssen wir nur noch den Pfosten da oben runterkriegen. Ah, hier haben wir noch einen. Noch einen Mörserkerl. So, jetzt komm mal runter hier. Das ist ja ein richtiger Endgegnerkampf hier. Wobei der nicht so wirklich stark ist. Volltreffer. Nein, ich will nein. Den Hut. Aber wir müssen den Hut erstmal zurückbringen, bevor wir ihn bekommen wahrscheinlich. Und? Wenigstens habe ich ihn. Nee, oder? Doch. Ja, doch, ich habe den Hut. Ja, aber was hast du davon? Ja, jetzt habe ich zwei Hüte. Was ist besser als ein Hut? Zwei Hüte. Wusstest du das nicht? Nee. Jetzt weißt du es. Scully. Tada! Oh, du hast ihn. Fantastisch. Ich kann dir nicht genug danken. Hier, ein Hut für dich. Vielleicht bringt er dir ja Glück. Und schon ging's los. Ja, wer kriegt ihn? Hätten wir jetzt echt bekommen.
Oh nein! Hut gefunden! Glitzert Tiara! Wow. Ja, möchte ich. Heißer als je zuvor! Oh yeah! Der Spruch hat so gut gepasst. So männlich! Der Spruch hat so gut gepasst. Wie bitte? Das ist schon wieder so undeutlich hier. Oh, Hilfe. Die Stelle gab es, glaube ich, in der Gamescom-Demo. Ich habe irgendwie gerade keine Lust drauf. Keinen Bock auf Rätsel. Oh, hier müssen wir irgendwie rüberkommen. Da. Aber da kommen wir noch nicht rüber. Ach nee, da müssen wir außen rum. Okay, dann kommen wir. Die Dinger fehlen uns in dem Level noch, das stimmt. Kommen wir da irgendwie rum? Nee. Und verkackt. Ja, wir verkacken es irgendwie dauernd hier. Oh. Warte mal, und jetzt können wir auch hier lang? Gehen wir erstmal hier lang, oder? Ne, hier. Weil hier brauche ich jetzt den Freund hier. Ist aber cool, dass wir den auch mal wieder haben. Natürlich ist das Crush Hour. Und der Spruch ist jedes Mal genial. Ja. Nein, 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 ich muss ja da hinten hin. Ja, eben, sage ich ja. Deswegen hat mich auch gewundert, warum du auf einmal weggegangen bist. Schauen wir mal, was für Crush Hour darin verborgen ist. Also für Crusher. Jede Menge Zeug. Schatz, mein Schatz. Wieso hab ich wieder nichts bekommen? Na egal. Immerhin habe ich hier den ersten von drei Seelensteinen bekommen. War das der, den wir von oben gesehen haben? Neue Kräfte freigeschaltet. Haut um Haut. Das Schlaghautkind. Das Schlangenhaut. Ach, Schlangenhaut. Vorschau von Rattleshake. Ja, machen wir mal. Schauen wir uns einfach an. Big. Wir haben ihn zwar schon, aber wir schauen ihn trotzdem nochmal an. Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an Cat Bane, finde ich, wegen dem Hut und so. Ja. Nur er ist nicht blau. Also wenn er blau wäre, dann... Volltreffer. Volltreffer. Ja. Nee, da geht's nicht weiter. Ja. Ist eigentlich die Frage, wo es jetzt weitergeht. Geht's jetzt geradeaus weiter oder geht's hier weiter? Schauen wir mal. Da, wo das Schloss ist. Wo das Schloss ist? Ah ja, stimmt, da ist eine Markierung drauf. Ach, hier ist dieses... Ah. Jetzt bin ich reich. Kommen wir hier runter? Nee, hier müssen wir... Ach so, nee, da kommen wir als nächstes wahrscheinlich hin dann. Aber ich nehmen möchte wieder meinen Freund haben. Sein damit Freund. Der die ganzen Münzen kriegt, damit ich den ableveln kann. Ah ja gut, es sei dir gestattet, es sei dir gestattet. Man muss ja auch ein bisschen praktisch denken. Natürlich, natürlich. Ja, mit der Zeit entwickelt man hier so seine Lieblings-Skylander. Und das ist meine Lieblingskombo. Ich weiß noch nicht, mein Lieblingskombo habe ich noch nicht. Oh, was? Es werden mehr von den Rätseln. Hüpf, 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 hüpf. Ja, dann hüpf halt nicht. Warte mal, wer bin ich? Ich bin der Blaue. Ja, muss nochmal drauf springen. Dann fahre ich nach oben. Dann kann er rechts. Okay. Ich höre auf den Joke jetzt. Ach, du musst nur zu dem... Ah! Nochmal bitte. Ich bin daneben. Dann will ich meinen Blitz haben. Hier runter. Was? Kannst du wieder nochmal drauf? Ja, kann ich. Aber jetzt kann ich ja nichts machen. Ja, du musst auch nur mich einfach durchlassen. Du musst jetzt aufpassen, du musst wieder zurückgehen. Aber wir sollten uns noch nicht treffen. Nee, das wäre nachteilig. Jetzt musst du nach rechts. Unten meine ich. Ja. Ach, die fahren von alleine, oder? Ja, die fahren von alleine, perfekt. Ah. Und jetzt müssen wir uns erst treffen, damit dann haben wir ja auch die Dinger alle. Ja, machbar, machbar. Ah, ich komme hier sogar runter. Ja. Noch sind die Rätsel machbar. Jawoll, drei Strahlen. Wahnsinn. Wird ja echt fast 100% run. Jawoll, ich habe auch mal ein bisschen Münzen eingesammelt. Ich sehe sie da drüben, aber es ist ruhig. Fast schon. Gespenstisch. Zu ruhig. Nein. Er sagt nicht gespenstisch. Und welcher Typ ist jetzt im Vorteil? Magie, also du bist im Vorteil. Oh yeah. In der Überflussgrotte sind wir übrigens. Ich mag die Überflussgrotte. Oh, hier geht's aber richtig ab. Ich glaube, das wird jetzt so ein Bosskampf-mäßiges Ding. Wo ist die Häuptlinie eigentlich gewesen? Ich habe die gar nicht gesehen. Muss irgendwo oben gewesen sein oder so. Irgendwo verborgen. Ja, dankeschön. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Kommt da noch mehr von. Aber die kann man ziemlich schnell zerhauen eigentlich. Warte mal, da drüben ist irgendwie noch ein Schatz. Kann man darüber? Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Nee.
Rette die Häuptlinge. Warte mal, hier ist ein Schatz irgendwie. Genau, da ist noch ein Schatz. Ah, wie kommt man da? Ah, du kommst darüber, gut. Goldrausch. Da reden wir mal mit der Häuptlinge. Was für ein Glück, die Skylander. Wir sind gerettet. Da, Häuptlinge, die Skylander. Ich wusste immer schon, dass die Skylander zurückkommen. Wir brauchen sie. Oh yeah. Gut zu wissen. Storyziele, rette die Häuptlinge. Sammelpakete haben wir auch abgeschlossen. Seelensteine, was? Nur einer von drei Seelensteinen? Ach, das war wahrscheinlich in den anderen Leveln, oder? Ja, wahrscheinlich da, wo wir nicht reingekommen sind. Oder? Naja, egal. Speichern und fortfahren. Zuko, die Skylander haben die Chefin gefunden. Wow, ich wusste nicht, dass sie so alt ist. Ah, Greebles, ich kann die nicht ausstehen. Wenn ich noch einen Greeble sehe, platze ich. Entschuldigung. Legen wir los. Legt mal eine Schippe zu. Oh Mann, okay, eure Schäffigkeit, nicht aufregen. Wie startet man das überhaupt? Wow! Sieh sie dir an, Glamshacks. Diese dummen Greebles machen aber auch gar nichts richtig. Das ist genug. Ausschalten. Trotz meiner Armee von fiesen Schwachköpfen habe ich die nötigen Informationen aus dieser weltverbessernden Häuptlinge gequetscht. Dank meiner unvergleichlichen Überredungskünste kenne ich nun, zumindest fast, mehr oder weniger, den Aufenthaltsort der vier Elementarwesen hier auf den Wolkenbruchinseln. Ah, sehr gut, Meister. Was ist dein Plan? Ganz einfach. Ich visioniere einfach nur eins, nur eines dieser jämmerlichen Wesen. Wenn sie sich dann treffen, um ihr magisches Ritual zu vollführen, wird der gesamte Vulkan fisioniert. Und wenn der fisionierte Vulkan ausbricht, verbreitet sich die Finsternis in den gesamten Skylands und macht mich, Chaos, zum Alleinherrscher. Ein inspirierter Plan, Sir. Ja, und zum Glück können die Skyloser nichts dagegen tun. Mit sehr viel Glück, ja. Was hast du gesagt, Glamshanks? Nun, es ist nur, die Skylander halten dich halt meist auf. Meist immer. Weißt du, Glamshanks, ich zweifle ernsthaft an deinem Engagement für das Böse. Also, was hast du gesagt? Nichts wird deinen makellosen, einmaligen Sieg verhindern, Lord Chaos. Ah, viel besser, böser Glamshanks. Ich möchte, dass du die Fisinator-Operation an der Ausgrabungsstätte überwachst. Wir brauchen so viel versteinerte Finsternis wie möglich. Ja, Lord Chaos, ich sorge dafür. Lass das. Die Zwischensequenzen sind so geil. Ah, wir sind wieder zurück. Da bist du ja wieder, Skylander. Vielen Dank, dass du die Häuptlinge wieder nach Holzhausen gebracht hast. Sie ist die Einzige, die mit den alten Elementarwesen reden kann. Ohne sie kämen sie niemals zurück. Die Häuptlinge trifft sich gerade mit den anderen Ältesten in der großen Höhle. Aber sie lässt sich ja bald nach dir schicken. Es gibt noch immer viel wieder aufzubauen. Aber dank dir haben wir wieder Hoffnung, Skylander. Wo wir gerade dabei sind, Tucks neuer Laden steht kurz vor der Eröffnung. Und er könnte sicher deine Hilfe brauchen. Ich will trotzdem erstmal meine Charaktereigenschaften verbessern. Tja, dann mach das doch einfach. Hallo, Skylander. Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, die es... Ja, ja, kennen wir schon. Haben wir schon diese physische Perfektion. Ja, bin ich, in der Tat. Stell dir vor. Schauen wir mal oben erstmal. Dann kann ich nämlich den nächsten Zweig freischalten.
So, was will ich? Zündung, erfülle Bomben mit Feuer, Flammenbomben verursachen bei Gegnern höheren Schaden, Flammenwand alle Gegner davon fickt. Was würdest du sagen? Mehr Schaden oder Fläche? Alle Gegner davon fickt, und was ist das Erste? Erfülle Bomben mit Feuer, Flammenbomben verursachen die Gegner. Aber ich finde die Bomben irgendwie so unpraktisch. Ich finde den Flammenkreis eigentlich cooler. Ja? Ja, doch. Oder was meinst du? Ja, doch, wenn du da. Ich frag dich ja. Ja, doch. Machen wir es mal so. Was haben wir hier? Feuerring. Jetzt kannst du ihn dir kaufen, aber so viel Geld hast du leider nicht. Okay. Müssen wir aber noch ein bisschen sparen. Ah! Auch öfters draufklicken hilft in diesem Fall nichts. Nicht? Nein, leider nicht. Und das kostet auch so viel. Ja, 1440 kosten die. Warte mal, da hinten war ganz rechts war noch was. Das. Ja. Wenn es ganz rechts ist, da, dann wird es nicht unbedingt billiger da hinten. Also ganz hinten heißt nicht unbedingt billiger. Da brauche ich einen Seelenstein im Phantasmawald. Phantasmawald für die Bombenparty. Tja. Naja, gut. Ich hoffe, ihr fandet den Part super und hattet genau wie wir eine Bombenstimmung. Ja, wunderbare Überleitung. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Wenn nicht, werdet ihr fisiziniert, oder? Fisiniert. Nur fisiziniert klingt noch gemeiner. Guck mal, jetzt habe ich diese Haftbomben. Die lade ich auf. Dann werden diese rot und dann bleiben die hängen. Sieht aus wie saures Auge. Boom. Das Komische ist, der wirft vorher immer eine Bombe. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Willst du dich auch noch verbessern schnell? Verbessern. Ach, kann ich ja was anderes machen. Okay, dann tschüss, liebe Zuschauer. Und lasst euch nicht fisizieren. Fisinieren. Fisinieren. Servus.